Hallo und herzlich willkommen im Pelletofen Studio World. Wir möchten heute mal die Gelegenheit nutzen, euch das Rika FireNet vorzustellen. Das Rika FireNet ist eine auf Internet basierende Steuerung von Pelletöfen, die nochmal die Rika-Technologie ja, um ein Gimmick erweitert. Das heißt, ihr könnt von unterwegs aus euren Pelletofen von Rika steuern. Ja. Das ist eigentlich ganz unspektakulär. Hier drin war das Ganze verpackt. Das Rika FireNet ist, kommt mal ein bisschen näher ran, ein einfacher USB-Stick, der in den USB-Port des Pelletofens gestöpselt wird. Das seht ihr hier unten, hinten. Kann man das erkennen? Dieses kleine Teil hier unten. So, und ja, mit diesem Teil könnt ihr quasi von unterwegs euren Ofen steuern. Ich demonstriere euch das heute mal anhand von meinem Handy. Das geht über Handy, das geht über Tablet, das geht von der Arbeit aus vom PC. So, ich zeige euch das mal eben. Ihr müsst einfach nur ins Internet gehen. Dann habe ich hier einfach schon Rika FireNet hinterlegt. Kurzen Augenblick. Und das ist die komplette Steuerung. Sehr übersichtlich. Eigentlich die gleichen Dinge drauf, wie auf dem Tableau am Pelletofen selber auch. So, und wir drücken jetzt einfach mal auf Einschalten. Die Daten werden jetzt übermittelt via Internet an euren Kaminofen, der eben über den FireNet-Stick mit eurem WLAN zu Hause verbunden ist. Und wir hören schon, der Ofen, da tut sich schon was, er startet jetzt. Der Ofen wird jetzt beginnen, seine Brennmulde mit Pellets zu füllen, die dann auch irgendwann zünden werden. Jetzt seht ihr schon das Symbol Feuerung ein. Jetzt geht es schon langsam los. Das Ganze wird jetzt allerdings erfahrungsgemäß ein paar Minuten in Anspruch nehmen. So, der Pelletofen startet jetzt so langsam. Wir nutzen die kurze Zeit jetzt nochmal eben. Also, das Rika FireNet ist kompatibel mit allen neueren Rika Pelletöfen. Das heißt also, alle mit dem Touch-Display können auch mit Rika FireNet gesteuert werden. Das Rika FireNet kostet Listenpreis 145 Euro. Ich würde euch allerdings empfehlen, dass ihr das von eurem Rika Fachhändler einbauen lasst. Es ist eigentlich ganz simpel. Also ich sag mal, jeder, der ein bisschen mit dem PC umgehen kann, wird da keine großen Probleme haben. Aber es ist jetzt nicht einfach Plug and Play. Das heißt also, ihr könnt ihn nicht einfach einstecken und los geht's. Sondern das Ganze basiert ja auf Smart Home. Das heißt, da wird natürlich auch Sicherheit groß geschrieben, damit sich da keiner reinhängen kann. Also es sind mehrere Sicherheitseinrichtungen, die man erstmal ausfüllen muss. Und das ist eigentlich ganz gut, wenn man da jemanden an der Hand hat, der das schon mal gemacht hat. Ja, jetzt brennt unser Pelletofen. Es ist noch in der Startphase. Und auch das dauert ja wieder ein paar Minuten. Wir gucken jetzt mal eben aufs Tableau. Na, ihr seht hier, wir sind jetzt noch in der Startphase. Und solange die jetzt noch läuft, können wir noch keine weiteren Einstellungen vornehmen. Da machen wir dann gleich weiter. So, jetzt sind wir mittlerweile im Regelbetrieb angekommen, was uns auch natürlich direkt auf dem Tableau angezeigt wird hier. Und jetzt können wir das Ganze eben steuern. Ganz simpel, wie am Ofen selber auch. Wir sind jetzt momentan auf 70%. Und können immer in 5% Schritten das Ganze verändern. Und hier sieht man wieder die Warteschleife, verarbeitet jetzt wieder die Daten, gibt die jetzt wieder weiter. Und hat das jetzt auch schon akzeptiert. Jetzt gucken wir mal eben aufs Tableau vom Ofen. Und auch hier ist es schon jetzt angekommen, 100% Leistung. Und ansonsten könnt ihr eben auch die anderen Sachen wie am Ofen selber aussehen. Die Zeitvoreinstellung, wenn ihr da was einprogrammiert habt. Die Temperaturen könnte man abfragen. Die Frostschutzeinstellung. Und dann haben wir hier unten eben noch die anderen
Sachen wie jetzt zum Beispiel, ihr könnt vom manuellen Modus in den Automatikmodus stellen. Da sind jetzt keine anderen Sachen eingestellt. Wir haben ja keinen Thermostaten mit dran. Informationen. Wir können jetzt alles abrufen wieder, was wir wissen wollen oder eben auch nicht. Das ist vieles, auch, was auch für den Kundendienst eben interessant ist. Flammentemperatur, Raumtemperatur ist wieder, wenn man einen Thermostaten angeschlossen hat. Ausgang, Rauchgebläse und so weiter und so fort. Zündelemente ausgeschaltet. So die üblichen Sachen, die man am Ofen selber eben auch abfragen kann. Ja, und jetzt können wir nochmal in die Flamme gucken. Jetzt sehen wir, jetzt hat er ordentlich zugelegt. Also wenn euch das mit dem Rika Feierheit interessiert, ihr bekommt das eben bei uns im Pelletofenstudio Röhrl in Elsfleth. Das ist aber nur ein Gimmick von vielen, was Rika bietet. Also wir haben verschiedene Arten der Steuerung. Das ist zum einen natürlich am Ofen selber. Da bleiben eigentlich schon fast keine Wünsche mehr offen. Also ihr könnt alles einstellen, das ist kinderleicht. Ich sage mal, wer mit dem Handy umgehen kann oder mit dem Videotext, der kann auch mit so einem Ofen umgehen. Also ich sage mal, vom Kleinkind bis zur Oma ist das für jeden was. Ihr habt die Möglichkeit, Heizzeiten einzustellen, 2 pro Tag. Das ist schon mal serienmäßig mit drin. Dann gibt es noch die Komfortgeschichten, wie zum Beispiel über einen Raumthermostaten. Hier könnt ihr auch Leistungen einstellen, die ihr für jede Tageszeit einschalten wollt. Und eben das Rika FireNet nochmal on top. Das heißt also, ihr könnt von unterwegs den Ofen steuern. Ich sag mal, wenn euch jetzt auf dem Nachhauseweg im Stau einfällt, oh, jetzt wäre es schön, wenn es zu Hause warm wäre, dann könnt ihr den Ofen einfach einschalten oder eben die Leistung hochdrehen oder runterdrehen, je nach eben eurem Bedarf. Also wenn euch das interessiert, kommt einfach vorbei. Ich führe euch das gerne hier auch nochmal bei uns in der Ausstellung vor. Ja, wir würden uns freuen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Tschüss dann.